Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Whilst Ivan's Hot. Ich bin mal gespannt. Ja, tatsächlich, hier komme ich runter. Wir müssen hier alles irgendwie einmal einsammeln, haben wir jetzt in der letzten Folge einmal gemerkt. So, das sammeln wir noch ein. Was auch immer das für ein, ja, merkwürdiges Rätsel hier auch sein mag. Wir sammeln hier einfach alles mal ein. Wo wir jetzt hier hinkommen. Okay, ich kann hier irgendwas zusammenbauen. Wir können hier die Schuhe reinstellen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Stopp. Kann man den da reinschieben? Irgendeine Aufgabe muss das hier ja haben. Oder war das einfach nur schon das? Hier kann ich nichts machen. Gehen wir mal wieder hoch und machen den Rest zurück. Mal reingehen kann ich auch nicht. Da oben bräuchte ich aber noch die Sachen. Das Problem ist, ich bin nicht so der größte Tüftler mit Rätselspielen. Ich weiß halt auch nicht, ob ich hier überhaupt schon sein soll. Vielleicht fehlen mir auch noch irgendwelche Sachen. Ich kann ja hier auch irgendwas herstellen. Nee. Ah, wir haben Kompass gelernt. Und wir haben Eisensense gelernt. Das war dieses Rätselding. Ah, haben wir noch Schuhe. Können wir da dazustellen? Der Körper einer Holzpuppe.
Ah, da muss ein Kronleuchter. Da siehst du doch hier. Da muss der Stuhl hin. Teller. Das Kronleuchterding fehlt noch. Aber wie kriege ich den da rein? Ah, verstehe. Gut, muss man auch erstmal drauf kommen. Da kann ich nicht einfach langlaufen. Warte mal. Ich brauche die Kerzen. Du sollst schon da hochklettern, das ist schon richtig so. Einmal. So, warte mal. Einmal den Kerzenhalter. Herr Holz. Stahlpfeile. Sonst habe ich nichts gelerntes. Nö, okay. Ja, die würde ich gerne hier dran setzen. So. Und den Kerzenleuchter. Warte. Wir müssen noch die Figur zusammensetzen. Warte mal, wir haben doch auch ein Dings jetzt für einen Kerzenleuchter bekommen. Hier. Ich glaube, den müssen wir selbst gerade mal hier zusammensetzen. Dafür brauchen wir natürlich die Teile. Die muss ich erst noch besorgen. Aber das und das. Das können wir schon mal zusammensetzen. Dann haben wir hier. Ah ne, Kendall Balea. Warte mal. Gibt's hier noch ein Voll? Hier. Weil wir müssten es ja so lösen können. Warte mal. Das dann sozusagen. Ah, ja, gut, okay, wartet. Dann machen wir hier noch das Paar Schuhe rein, was da reingehört. Was ist das? Rote Schuhe. Können dann dein Ochsen verschenkt werden? Nein, wie süß. Ja, die Pumps kriegt er definitiv an. Die Musik ist schon so irritierend, ne? So, dann können wir den Kerzenleuchter anbringen und das. Was war das denn? Von unten kam ein Geräusch. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Es ist schon sehr rätselig, aber gut, haben wir hingekriegt. Wahrscheinlich kam jetzt irgendwas in die. Muhaha. Wow, du schwebst. Aber ja. Tut mir leid, ich begegne zum ersten Mal ein Geist. Ich weiß nicht so recht, was ich tun soll. Du kommst gerade rechtzeitig zum Abendessen. Bitte komm rein. Oh nein, danke. Ich bin wirklich nur auf der Durchreise. Es ist eine Dinnerparty mit Freunden. Bist du etwa kein Freund? Nur Freunde dürfen mit meinem Sumpf, dürfen meinen Sumpf betreten. Ich bin ein Freund. Um ehrlich zu sein, die ganze Situation ist ein bisschen ein ziemlicher Schocker für mich. Ich bin mir nicht sicher, ob das real ist. Gut, denn es gibt Lasagne. Es gibt nur einen Weg, um zu beweisen, dass du ein Freund bist. Und bist du bereit?
Erste Frage. Mein Schönheitsschlaf ist mir sehr wichtig. Was ist das Geheimnis meines Schönheitsschlafes? Oh, ein persönlicher Favorit. Gurkenscheibe auf den Augen. Wäre es mit 9 Matratzen für optimalen Komfort? Eine Tasse. Wir nehmen die 9 Matratzen. Zweite Frage. Was sammelt Flüster am liebsten? Rote Schuhe für jemanden, der nicht zu Fuß gehen kann. Okay, wer ist mein allerbester Freund? Die Pflanze mit dem Gesicht, der Teddybär. Falsch, falsch, falsch. Wenn du es nicht weißt, bist du kein Freund. Ich werde dich hier gefangen halten. Aber welcher ist denn dann der Liebste? Die 9 Matratzen sind es definitiv. Sagt er wirklich falsch, falsch, falsch? Ah ne, das letzte war falsch, falsch, falsch. 9 Matratzen. Rote Schuhe. Die Holzpuppe. Nein, okay, dann ist es wirklich das letzte. Die 9 Matratzen. Die Schuhe. Der Teddy. Genau, ich bin so froh, dass wir das geklärt haben. Ich wusste von Anfang an, dass du mein Freund bist. Wir sind ja Freunde und Freunde tun sich gegenseitig Gefallen. Kannst du mir helfen, meine roten Schuhe wieder an die richtige Stelle zu bringen? Habe ich schon gemacht, mein Lieber. Meine Freunde und ich haben sie alle anprobiert, aber vergessen sie wieder zurückzustellen. Und es tut mir leid wegen vorhin. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich habe die Tür oben aufgeschlossen, damit du wieder sicher rauskommst. Warte mal. Kann ich mich eigentlich auch selbst teleportieren? Nö. Na gut, das mit den Kuscheltieren konnte ich jetzt nicht wissen. Da war ja kein Herz oder sowas drauf angebracht. Was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, es kam ich hier durch. 100. Oh, 99. 98, 97. Meint ihr, wenn wir den jetzt so oft anstupsen, dass der uns dann irgendwann einmal durchlässt? Also den Witz, den mache ich mir jetzt gerade mal. Das überspringe ich für euch, aber den Witz machen wir uns jetzt mal. Bis gleich. So, ich habe jetzt einen Trick von einfach tippen. Geht auch. 2, 1, 0. Ich komme jetzt. Diesmal werdet ihr nicht gewinnen. Also, wo könnten sie sein? Wie? Jetzt kriege ich hier noch nicht mehr was. Ich habe ihn 100 Mann gestoßen. Für was? So, dann tun wir hier mal die Karte ein bisschen aufdecken. Hier ist ja keine Gefahr. Warte mal, ich will mal hier gucken. Ich will nur die Karte ein bisschen aufgedeckt haben. Da ist ja noch jemand. Da ist noch eine Kuh. Hey Kumpel, was machst du da hinter dem Baum? Oh, ich verstehe. Ja, sie scheint wirklich nett zu sein. Du solltest Hallo sagen. Wie wäre es, wenn du ihr ein paar Blumen schenkst? Hm, ja, du hast recht. Ohne Hände ist das schwierig. Ich könnte den Strauß für dich binden, wenn du willst. Nicht so schnell. Also gut, ich brauche ein Schneeglöckchen, ein Stiefmütterchen, ein Popo. Was? Also gut, ich werde sie finden, ein Strauß. Okay. Jetzt müssen wir ja noch Blümchen binden. Okay. Eisenbarren. Metallseiten. Das ist so ein Pfad fahrender Händler. Ah, da müssen wir dann noch hin. Okay, warte mal. Gibt so viel zu entdecken.
Wir gehen mal dahin. Was haben wir hier? Hallo, geht's dir gut? Oh Mann, ich war mit Volldampf auf der Flucht, nachdem man mich beim Stehlen von Kindersocken erwischt hat. Und jetzt sind die verdammten Hufeisen meines Pferdes gebrochen und ich bin zu weit vom Lager entfernt, um sie auszutauschen. Außerdem war das mein letzter Satz Hufeisen. Ich sitze in der Klemme. Oh, du brauchst also Hufeisen? Ich kann welche für dich machen. Ach ja? Ich nehme ein Angebot an. Hier, nimm diese Blaupause. Ich habe tolle Stahlhufeisen entworfen und Muffin will keine anderen tragen. Verstanden, ich werde sie nachbauen. Ist Muffin dein Pferd? Muffin ist mein edles Ross. Es trägt nur das Beste, nichts aus Eisen. Wenn du mit vier Stahlhufeisen zurückkommst, werden Muffin und ich dir zeigen, wie schnell volles Tempo wirklich ist. Ja, cool. Jetzt können wir auch Stahlhufeisen machen. Hier lässt sich aber nichts weiter erkunden. Okay. Rein theoretisch können wir hier mal unser Lager machen. Jetzt geht er wieder dahin, oder? Ja, nee, nee, nee. Ich will nicht an dem Ort stehen bleiben. Ich will, dass du hier dein Lager errichtest. Ups, ups, ups. So, betreten. Vier Stahlhufeisen und gucken, ob wir schon genug Stahl dafür hergestellt haben. Wir brauchen für die Stahlhufeisen... zwei Stahlstreifen und eine Stahlplatte gebogen. Das heißt sechs Stahlstreifen und drei Stahlplatten. Nee. Falsch. Ich brauche noch zwei. Oh. Hoffentlich reicht das dann jetzt noch. So. Brauche hier vier. Zwei, vier, sechs, acht. Ja, doch, stimmt. Und drei von den gebogenen. Es reicht gerade so, unser Metall. Alter, warum ist denn das so schnell? Und jetzt? Haben wir es in gebogen? Ja, in schlechter Qualität halt. Naja. Ach so, stopp. Na, ich habe drei gemacht. Ich bin so richtige Nudeln manchmal. Jetzt haben wir natürlich keins mehr, ne? Jetzt brauchen wir... Ich muss niesen. Entschuldigung. Also, vier Stahlhufeisen. Ja. Mhm. Ich habe jetzt auch, glaube ich, kein Metall mehr, ja. Kann ich welche schmieden? Zumindest eins. Nee, ich brauche ja acht, ne? Also, wartet mal. Wir brauchen mal hier mal ganz kurz. Also, so. So, Rechnung. 4 gebogene und 2, 4, 6, 8. 8. Und davon brauche ich 4. Ja, es reicht vorne und hinten nicht, ne? Ich brauche dringend Material. Okay. Dann würde ich aber sagen, wir beenden hier erstmal die Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Tschüssi!